Zeit für ein Duell. Ja, moin und jetzt kommen wir wieder klar. Dann schaut zu, wir spielen heute wieder eine Runde Yu-Gi-Oh! Und zwar wenn wir die Kampagne weiter spielen. Und zwar wenn wir die Kampagne Yu-Gi-Oh! 5DS weiter spielen. Wir hatten beim letzten Mal entsprechend die Anlage gespielt gehabt. Heute spielen wir das Abregungsduell. Das können wir natürlich überspringen. Wir benutzen natürlich unser Kartendeck. So, da haben wir es. Wir schauen mal, gegen wen wir spielen müssen. Und gegen wen müssen wir spielen. Und der Richter Armstrong. Okay, bin immer spannend heute. Ah, gewinn sogar. Perfekt. Sehr gutes Zeichen. Auf geht's. Können wir als erstes anfangen. Das ist mal sehr gut. Schauen wir uns unsere Karten mal an, was wir Schönes bekommen. Let's go, würde ich sagen. So was Schönes. Okay, wir haben den Karaton, unseren Horn, Jinzo, der Pantherine und hier unseren Ritter. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir einmal den Karaton im Angriff. Und wenden uns. Vielleicht können wir gleich Jinzo holen. Und dann noch das Horn darauf setzen. Dann haben wir schon eine starke Karte dann. Okay. Und jetzt eine Karte verdeckt. Okay, und zwei Zauberkarten. Na, vielleicht noch zwei Fallenkarten. Gut. Okay. Wir haben noch unser Insekt. Ja, komm. Insekte spielen wir auch mal. Haus 700. Und greifen mal mit dem Insekt einfach mal seine Karte an hier. So, zack. Okay, hast du Zauberkarte? Ich werfe eine Karte ab. Kein Problem. Karaton geht direkt auf die Lebenspunkte. Ich werfe eine Karte ab. Gut, okay, wir müssen aufpassen, wir werfen immer Karten ab. Aber wir haben mehr Karten als ja, unser Direktor hier. Okay. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir rufen mal Jinzo, opfern unser Insekt. Zack. Haben wir schon mal ein sehr starkes Monster. Wir können damit Jinzo auch die entsprechenden Fallen blockieren. Dann setzen wir auch das Horn drauf, würde ich sagen. Auf Jinzo. Machen Jinzo ein bisschen stärker. Können wir noch eine Karte legen? Nee, schade. Gut, greifen wir mit Karaton. Okay, ist kein Problem. Fortfahren? Ja, natürlich. Wir wollen angreifen. Mit Karaton. Greifen an. Das Horn kriegen wir gleich wieder. Ist ja kein Problem. Ah, nicht, doch nicht. Das schmeißen wir auf den Friedhof. Aber, komm, Jinzo greift auch noch an. Zack, nochmal 2400 Schaden. Hast du auch 2000 Lebenspunkte? Sektor Armstrong. Ha, wir werfen zwar ein paar Karten ab, aber... Solange du keine Monster aufhörst, soll das gehen. Sollten wir gewonnen haben. Hm, wir haben verräterische Schwerter. Ja, komm. Aktivieren wir einfach mal. Schauen uns mal die Karte von ihm an. 1200. Ja, komm. Greifen wir mit dem Karaton und einfach an. Auf die Karte. Zack, schmeißen wir noch eine Karte ab. Kein Problem. Und mit Jinzo greifen wir direkt auf die Lebenspunkte an. Direkt der Armstrong. Und wir haben gewonnen, würde ich sagen. Bäm. So können wir gewinnen, mit Jinzo. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt irgendwie einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert Glocke, dass nichts mehr passt. Würde mich mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn das heißt in weiterer Folge. Jojo. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht auf dem Weg, aber los jetzt.